Hallo und herzlich willkommen zu dem bis jetzt größten Pack-Opening in FIFA 23 auf diesem Kanal. Ich habe 300k Packs, das Once-to-Watch-Pack und wirklich insgesamt 18 Packs. Wir starten direkt mit einem Gold-Pack rein. Dieses Video wird wahrscheinlich ein Uncut-Video sein, aber ich muss noch überlegen. Aber ich glaube, das ist so am chilligsten, außer es gibt halt gute Duplikate und viele Duplikate. Nächstes 5K-Pack. Ich erwarte mir aus dem wirklich gar nichts. Ich hoffe einfach nur auf einen einzigen Walkout. Aus den 100K-Packs. Ich habe, glaube ich, 3 Stück insgesamt. Oh, ein Tradable-Pack. Okay. Barak, okay, das ist interessant. Gucken wir mal nach, ob hier irgendwer was kostet. Ah, aber ich behalte die einfach alle erstmal. 1000 Münzen, den Shadow, 2 Positionsmodifikatoren. Das hört sich doch ganz gut an. So, muss ich jetzt mal rausfiltern, was denn hier die schlechtesten. Das ist, glaube ich, das Schlechteste. Oh, 83 plus. Vielleicht mal was Gutes. Oha, Lemar, ein seltener Spieler und das ist ein Lemar. Sehr, sehr gut. Und noch ein Gabriel dahinter für SBCs. Nimmt man das mit? Als nächstes kommt dann 2-Spieler-Pack. Ich erwarte mir wirklich nichts daraus. Jetzt kommen wir zu den ersten 2 seltenen Goldspieler-Packs und es wird ein 3-8 plus. Wieder Frankreich. Dembélé! Oh. Was? Dembélé? EA gönnt 82k. Junge, 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 jetzt schon zufrieden, jetzt schon super Ausbeute aus den Packs. Und noch 13 Packs stehen an. Dann gehen wir ins nächste. 2 seltene Goldspieler-Pack. Eigentlich schon Pack-Opening durchgespielt heute. Einmal durchgespielt. Locatelli, ja, ist okay. Und hier kommen wir zum ersten 25k-Pack. Was kommt da raus? Kein 83 plus, okay, ist relativ uninteressant. Kann man dann skippen. Benitez, oh mein Gott, den hätte ich eben für diese SPC gebraucht. Immer 5k der gekostet. Junge, EA-Server arbeitet schneller. So. Kommen wir zum nächsten 25k-Pack. Kein 3-8 plus. Es gibt Brasilien. Ist immer gut. Ah, Cunha, stimmt. Einen, die kann man gar nicht ziehen. Kommen wir zum 30k-Pack. Ah, wieder kein 3-8 plus, aber ist okay. Junge, mit Dembélé ja, einfach. Na, Pedro Porro kann man auch discarden. Ja, dann kommen wir hier zum 45k-Pack zum ersten. Ist ein 3-8 plus. Ist gut. Italien. ZM. Verratti Walkout. Wie gut. Junge, super gut. Und dann zum 55k. Nein, es gab 50k-Packs noch. 3-8 plus. Frankreich. ZOM. Boah, Fake hier 85 auch wieder ein gutes Pack. Aber vielleicht noch ein Duplikat. Gut, Pereira untrade. Schade, schade, schade. Dann kommen wir hier zu den ersten 50k-Packs. Der Thomas, okay. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Kein Duplikat erneut. Super.
zu dem nächsten 50k-Pack. Komm schon. Mal was Gutes. ZOM. Komm, es ist wieder 84. Ey, wirklich, SVC-Futter und ich sind heute wirklich sehr gut. Das ganze Discard tut weh. So. Letztes 50k-Pack. Walkout. Das ist ein Walkout. Deutschland. ZM. Toni Kroos. Goretzka! Oha! Einfach geskippt, Digga. Einfach. Ich hatte Goretzka geskippt. Double Walkout. Drei Walkouts. Was kostet der? 72k. Geisteskrank. Super gutes Pack-Opening bis jetzt. Junge. Erstes 100k weg. Was kommt da raus? Kein Walkout. Passiert. Doch Walkout. Oha. Ich hab's nicht erkannt. Super. Once to watch. Schlotterbeck. Oh mein Gott. Was? Nee. Mein erster Once to watch jemals in ganz FIFA. Mein erster Once to watch jemals in ganz FIFA. Den ich am Anfang gezogen habe. So, jetzt geht's weiter mit dem Pack Opening. Erste SBC von Cassie abgeschlossen. Dann geht's direkt weiter. Posiana, Skywalker, Talisca. Jo, ist okay, nimmt man mit. Dann kommen wir zum nächsten 100k Pack und wer wird es? Komm, was Gutes. Ist das ein Walker? Ne, Dries Mertens. 84er, geht besser. Das ist okay. 7 Duplikate. Junge, 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 Junge. Ja, es scheint so, als müsste ich alle discarden. Oh ne. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Dann kommen wir jetzt zum letzten 100k Pack. Und wer wird das bitte nochmal im Walkout EA? Brasilien, LF? Fabinho. Wieder gutes SBC wieder. Erneutes gutes SBC. Oh mein Gott, ich dachte gerade wieder Once to Watch oder so. Ja, und hier wieder kann ich alle discarden, Junge. Das tut so in der Seele weh. Und jetzt kommen wir zum Once to Watch Pack. Es wird ein Roulette gemacht. Once to Watch wurde zum Verein gesendet. Ich cutte es natürlich so, dass ihr nicht seht, welcher es ist. Ich habe da jetzt auch nicht hingesehen. So, ich bin komplett aufgeregt. Irgendwie ein bisschen. Also als erstes machen wir ganz eindeutig Qualität Special, Land, Region, Frankreich. Und wir ziehen Tolisso. Ey, nein! Nein! Nein, erste Nation, die ich mache, ist einfach Tolisso. Das war's dann auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die erste SVC in FIFA 23 abgeschlossen. Frank Kessie. Ich hoffe, der wird eine Vereinslegende. Super, super, super geil. Ich habe richtig Bock auf den. Junge, 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 Junge. Und hiermit ist Marcus Rashford POTM fertig. Es war ein Krampf, diese SBC abzuschließen. Aber ich hoffe, es hat...